Thank you.
Thank you.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wunderschön, dass ihr heute Abend zu uns gekommen seid. Wir fangen wieder das neue Jahr an mit dem Florian King Trio. Es ist schön, dass wir wieder starten konnten. Wenn ich zurückdenke, das letzte Jahr im Januar, Februar, haben wir nichts können machen. Es ist Covid-bedingt kompliziert gewesen. Und heute kann man schon starten. Ich finde das wunderschön. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend mit dem Florian King Trio. Dass ihr alle hier seid. Ich habe, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das war. Ein der letzten Male, wo ich hier gespielt habe, war so eine Zwischenzeit. Entweder war der Corona gerade vorbei oder noch nicht und man durfte, aber auch doch nicht. Und es war auf jeden Fall war das ein Konzert,
wo wir wieder vor Publikum spielen durften. Und es war sehr ausgewählt, möchte ich mal vorsichtig sagen. Es waren 10 Leute hier, aber die waren genauso euphorisch wie wir. Und es war, als wären da 1000 Leute hier in der Tangente gewesen, also von der Energie her. Nur mal so als Maßstab für euch heute. Das war doch die guten Zeiten, ne? Ja, nein, natürlich ist es jetzt viel besser für uns. Scherz beiseite. Und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Und eigentlich sollte ja heute Abend eine Band zwar auch mit meiner Mitwirkung, aber ein ganz anderes Programm, ganz andere Musik spielen. Und das sage ich gleich hier am Anfang, weil es mir wichtig ist, der Trompeter, den vielleicht viele von euch kennen, Herbert Walzer Preuß aus Vorarlberg, einer der ganz Großen hier im Bodenseeraum und einer meiner lieben Freunde und ein fantastischer Musiker, ist schon lange schwer erkrankt und hat zudem noch im letzten Herbst einen Schlaganfall bekommen und musste das Konzert absagen. Er ist auf dem Weg der Besserung, aber wie er spielen können wird und so weiter, ist im Moment noch nicht klar. Aber ich bin in Gedanken bei ihm. Und dann habe ich dem Karl frecherweise gesagt, Stala, die Band wäre das gewesen, kann nicht spielen wegen dem Herbert, soll ich dir eine andere Band anbieten? Und habe eigentlich gedacht, dass der Karl sagt, ach nee, ich habe so viel Auswahl, die Welt liegt mir zu Füßen, die kommen ja alle mit Handkuss hier in die Tangente. Und da habe ich gesagt, ich habe jetzt ein neues Trio, vielleicht magst du, und hat er ja gesagt und es war für mich ganz wunderbar, vielen Dank, Karl. Er war, wo warst du, auf den Malediven oder so, irgendwo? Die Antwort kam immer sehr zeitverzögert, jetzt weiß ich warum, er war einfach auf dem anderen Ende der Welt. Mauritius, ja eben. Ja. Genau, und dann habe ich gedacht, gut, das ist ein schöner Start ins Jahr und ich hatte mir letztes Jahr vorgenommen, ich schaue mich immer Bands mit meinem Namen vorne dran zu gründen, weil es irgendwie... und dann habe ich aber von diesen beiden Herren gelernt, dass es eigentlich ganz normal ist, dass man das macht, weil die haben beide ganz tolle Bands unter ihrem Namen schon viele Jahre. Und es geht auch und niemand ist ihnen böse, deswegen dann habe ich gedacht, gut, mache ich das auch und habe die beiden dazu eingeladen. Und das ist aus Berlin... Inzwischen, obwohl er noch ganz jung ist, ein alter Freund von mir, weil ich hatte das Glück, ihn mehrere Jahre als Schüler zu haben, was eigentlich die Sache nicht trifft, weil wir haben von Anfang an tolle Musik zusammen gemacht und er hat mich immer schon inspiriert. Und er ist jetzt eben in Berlin und ein fantastischer Musiker und ein fantastischer Vibraphonist. Ich liebe das Instrument Vibraphon. David Zeuser. Euch seine Musik an, da gibt es tolle Projekte. Genau, aber jetzt spielen wir mal unseren. Wo sind eigentlich meine Noten? Fällt mir da gerade ein. Ja, bitte. Du bist da jetzt schon fertig. Genau. Ein anderer ganz lieber Freund von mir sitzt hier am Schlagzeug, worüber ich mich heute, wo ich auch ganz gerührt bin, weil wir haben viele Jahre, und das ist jetzt schon lange her, zusammen Musik gemacht. Wir hatten ein Gitarrentrio mit einem Stuttgarter Gitarristen und haben wirklich viele Jahre zusammengearbeitet und es war immer gut und wie das so manchmal ist, was auch immer passiert, es zerläuft sich so, man hat vielleicht keine Konzerte mehr oder andere Projekte oder, aber wir haben uns irgendwie so gegenseitig immer im Auge behalten und ich habe immer verfolgt, was er wieder Geiles macht. Er hat ein ganz tolles Quartett, früher war es mal Quintett. Und jetzt hat er auch noch ein tolles Trio, wo jetzt demnächst eine Platte rauskommt, kommt unter der Mitwirkung von, oder? Das ist die Platte mit dem, so, mit dem Pian- mit Kid Downs, so, oder? Ja, genau, aber das ist erst im Herbst. Ah, kommt erst im Herbst. Jedenfalls macht er, also guckt es euch an, Christian Krischkowski. Und genau, am Schlagzeug aus Ulm, Christian Krischkowski. Jetzt bin ich auch froh, dass der David meine Noten gefunden hat, dann können wir auch spielen. Ich
Wäre, glaube ich, gut, wir fangen jetzt an. Ich freue mich sehr, hier Tangente ist einer der Plätze und es sollte eigentlich nie ein Platz frei sein in der Tangente. Sagt es euren Nachbarn und allen Leuten, die gern gute Musik hören, weil das ist einer der schönsten Plätze zum Live-Musik, zum Jazz hören, die ich kenne und ich war schon viel unterwegs in der Welt. Vielen Dank, Karl, und vielen Dank dem Team, das streamt in die große, weite Welt und vielen Dank, Publikum.
von mir. Also sage ich jetzt nicht immer, weil die meisten Spiele sind halt komischerweise von mir. Deswegen, genau, halte ich ja auch so ein Kind. Also ich soll immer ins Mikrofon sprechen. Das war jetzt das, was ich quasi nicht für die Welt draußen gesagt habe, sondern nur für euch. Immer wenn ich so was nicht ins Mikrofon sage, ist das ganz nur für euch hier im Raum. Genau, das war ein altes Stück, das heißt Painkiller auf Deutsch, Schmerztablette. Ja, ich habe immer wieder hochdramatische Zeiten in meinem Leben und das war bestimmt so eine und das habe ich für eine Band geschrieben. Genau, für eine andere Band geschrieben, eigentlich mit zwei Bläsern und habe das dann auch immer wieder meinen Schülern damals oder die mit mir gespielt haben, vorgelegt und David hat gesagt, wo ich das gestern, wo wir es ausprobiert haben, ach, das kenne ich, das hast du mir damals aufgedrückt und das habe ich so geübt und dann haben wir es überhaupt nicht gespielt, weil es zu schwer war, genau. Auch für mich war es auch zu schwer, genau. Gut. Heute haben wir es geschafft und das nächste Stück heißt Not Heaven, wobei ich bin mir inzwischen nicht sicher, ob es vielleicht das Not einfach durchgestrichen ist. Das können wir gemeinsam nachher entscheiden. Thank you.
damit die Welt da draußen erfährt. Das nächste Stück ist von David Zeuser. Und ich bin ganz gerührt, weil er hat es mir bzw. einer Scheibe von mir gewidmet. Das heißt King Slice. Thank you.
Genau, die Zeit, wie sagt das, how time flies when you have fun. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß. Wir versprechen, dass das zweite Set wahrscheinlich genauso lang wird wie das erste. Wir haben aber dann auch, damit es nicht ganz langweilig wird, noch eine gegen Ende des zweiten Sets oder so ab fast kurz nach dem Anfang noch eine ganz große Überraschung für euch, aber das verrate ich jetzt noch nicht, nur dass ihr schon ein bisschen gespannt seid, weil ihr seid jetzt tiefenentspannt, gechillt von diesem Stück gerade, übrigens auch von David, unfassbar schön, Tänzerin im Nebel. Und das nächste Stück kennt vielleicht, ich weiß gar nicht, Stefan, bist du da? Ja, guck, das haben wir schon oft zusammen gespielt. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Das ist so ein alter Gassenhauer von mir und heißt The Good Minus. Und dann machen wir eine kleine Trinkpause für uns alle. Gute Nachrichten.
David Zeuser, Vibraphon. Christian Krischkowski, Schlagzeug, Frank King, Bass. Vielen Dank. Kleine Pause. Vielen Dank, ihr seid toll.
Thank you.
Zugleich kommt die Überraschung, aber wir spielen noch ein Stück davor. Es ist wie Weihnachten.
Danke, danke, danke. Was für Wahnsinnsmusiker es auf dieser Welt und heute auf dieser Bühne um mich rum gibt, sozusagen. Bin begeistert. Jetzt kommt noch ein wahnsinniger Musiker. Die Überraschung. Und zwar auch ein guter Freund, der war auch als junger Mensch, haben wir uns kennengelernt, wo er noch jung war, ich war da auch schon alt. Ich war schon immer alt, genau. Und dann ist er nach Wien studieren gegangen und dann kam er wieder und jetzt macht er gerade nicht komischerweise, ich verstehe seine Gründe, weil er was Richtiges lernen will, macht eine Krankenpflegeausbildung. Fantastisch und er ist aber ein unfassbar guter Musiker. Er hat hier auch schon gespielt, mehrfach, also zweifach quasi, zwei ist mehr. Wohnt in Fraxern und kommt aus Vorarlberg, weil er in Fraxern wohnt, genau, und jetzt höre ich auf, Blödsinn zu reden. Die Überraschung, Fabio De Vicili, Saxophon, spielt noch ein paar Stücke mit uns. Willkommen, Fabio! Thank you.
Vielen Dank. Ich bin jetzt das letzte Stück vor der Zugabe. Danke für diesen Seufzer. Uff. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Begeisterung. Das hilft total bei der Arbeit. Das wunderbare Trio, Christian Krischkowski, Schlagzeug. Vibrafone Magico, David Seusser. Und so ist es halt, gell? Dann kommt der Saxophon einmal auf die Bühne und schon kriegt der Szenenapplaus. Fabio Di Vicili, mit Recht! Danke.
Thank you.
Vielen Dank, das war das Florian King Trio mit dem fantastischen David Zeuser Vibraphon, Christian Krischkowski Schlagzeug und als wunderbarer Gast Fabio Di Vicili Saxophone. Vielen Dank für eure begeisterte Zuhörung. Vielen Dank, Karl. Vielen Dank, Tim. Dankeschön, ihr Lieben. Danke, 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 danke. Karl, vielen Dank. Das Stück jetzt ist auch schon ganz alt und eigentlich für ein Duo mit Vibraphon geschrieben. Das war aber damals ein anderer, aber jetzt spiele ich es zum Glück mit dem David schon immer wieder. Und eigentlich ist das ein Stück für, nein, nicht eigentlich, das möchte ich jetzt für meine liebe Martha spielen. Und ich danke euch fürs Zuhören.
die Stimme aus dem Hintergrund. Das erste Mal in diesem Jahr. Aber schön haben wir gestartet, gell? Hammermäßig. Ja. Es ist nicht einmal die Band, die ich ausgesucht habe. Aber es ist hammermäßig, gell? Ja, so läuft es im Leben, gell? Man kann nicht alles noch gut wünschen. Es passiert eben mal. Einfach noch schön. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr überlebt den Februar ohne uns, aber dann geht es weiter. Vollgas. Geht auf die Webseite, dort steht alles drauf, man kann auch reinhören. Ich habe nicht alle Konzerte auf der Webseite, aber jetzt habe ich wieder Zeit. Nach der Generalversammlung am Montag habe ich dann wieder ein bisschen mehr Luft. Schön, dass ihr da seid. Ciao miteinander. Schön gesehen.